Kapitel 5. 4 Jahre vor dem Fall. Illidan betrat den gewaltigen Raum, in dem Mark Territorn angekettet war. In der Brust des Dämonenjägers schäumte es vor Frustration. Die Niederlage durch Arthas Hand verletzte seinen Stolz. Außerdem gab es Berichte, nach denen Maiv in der Sternwelt gesichtet worden war. Die Suche nach ihr war wie die Jagd auf einen Geist. Aber offensichtlich wollte sie ihm noch immer Ketten anlegen. Die Zauber, die den Grummlord fesselten, erinnerten Illidan an seine eigene Gefangenschaft und an jene, die ihn gefangen gehalten hatten. Wut kochte in ihm hoch. Er ging 8 Schritte und zwang sich stehen zu bleiben, bevor er den 9. machen konnte. Dann hast du also bei der Mission versagt, die der große Kil'jaeden dir aufgetragen hatte, kleiner Illidan. Dröhnte Mark Tiridorn. Seine Worte hallten von den gewaltigen Steinblöcken der Wand wider, noch verstärkt durch den großen Brunnen in der Mitte des Raumes. Es überrascht mich nicht, dass du den Lichtkönig nicht vernichten konntest. Es ist dein Schicksal zu versagen. Illidan starrte den Grummlord an. Selbst jetzt, tief in den Gewölben unter der Höllenfeuer-Zitadelle gefesselt, bot er einen ehrfurchtgebietenden Anblick. Die magischen Ketten, die ihn hielten, waren straff gespannt und die Zauber der Manticore-Würfel verborgen sich, als der Dämon sich mit seinem Willen dagegen stemmte. Illidan murmelte ein zauberkräftiges Wort, woraufhin magische Funken sprühten und Teufelsenergie knisterte. Magteridon brüllte. Der Geruch von verbranntem Dämonenfleisch erfüllte die Luft. Wie fühlt es sich an, von einem solchen Versager besiegt zu werden? Fragte er. Der mächtige Schwanz des Grummlords peitschte vor, was noch größeren Schmerzen für ihn zur Folge hatte, als er gegen die Zauberfesseln schlug. Du glaubst, du hättest mich besiegt? Magteridons Stimme war ein Knurren und sein Atem klang selbst in diesem Riesengewölbe wie dumpfer Donner. Offensichtlich bist du zu dumm, um zu erkennen, dass du geschlagen bist. Du denkst wohl, deine Gefangenschaft sei ein Zeichen des Sieges. Illidan jagte eine weitere Energiewoge durch die Ketten und Magteridons gequältes Brüllen raubte ihm fast das Gehör. Der Grummlord brach zusammen wie ein Ochse unter dem Beil des Schlachters und einen Moment lang lag er nur keuchend da, ehe er sich wieder auf die Knie hochstemmte. Ich bin nicht der Einzige, der besiegt wurde. Erklärte er mit einem hämischen Unterton in der Stimme. Ich frage mich, was Lord Kil'jaeden wohl sagen wird, wenn er von deinem jüngsten Versagen erfährt. Ich bin mir sicher, noch eine Chance wird er dir nicht geben. Woher willst du wissen, dass ich versagt habe? Illidan war neugierig. Mehrere Wochen waren seit seiner Rückkehr aus Azeroth vergangen. Er hatte sich von seinen Wunden erholt und war wieder erstarkt. Hatte einer seiner Kerkermeister etwa den Fehler begangen, mit dem Grummlord zu sprechen? Sollte dem so sein, wäre das sein letzter Fehler gewesen. Dafür würde er schon sorgen. Ich bitte dich, kleiner Illidan, man muss nicht so schlau sein wie du, um solche Dinge zu erkennen. Ich sehe den schönen Kratzer an deiner Seite. Da bedarf es keiner großen Intelligenz, sich auszumalen, was geschehen ist. Außerdem haftet dir der Gestank der wandelnden Toten an und der Geruch der großen Klinge Frostgram. Du bist Arthas gegenübergetreten, nicht wahr? Und du wurdest geschlagen. Es stimmte. Illidan war nach Azeroth gezogen, hatte den König der Toten zum Kampf gefordert und war ihm unterlegen. Mit dieser Niederlage hatte sich seine letzte Hoffnung zerschlagen, den Lichtkönig zu vernichten und den Zorn Gijaehens zu beschwichtigen. Letztendlich war es natürlich unwichtig. Der Bruch zwischen ihnen war ohnehin nur eine Frage der Zeit gewesen. Ja, kleiner Illidan. Ich rieche Spinnenweben und wandelnde Toten und den flüchtigen Duft seltsamer Seuchen. Und ich weiß, dass du noch immer versuchst, die Portale der Legion auf der Scherbe zu schließen. Selbst durch deine magischen Ketten hindurch rieche ich diesen Zauber. Aber auf diese Weise wirst du dem Zorn des großen Kil'jaeden nicht entgehen. Und Azeroth wirst du auf diese Weise auch nicht retten. Seine Invasion seiner geliebten Heimatwelt mag sich um 1 oder 2 Jahre hinauszögern, aber sie ist unausweichlich. Gelassen spießte Illidan den Grummlord mit einer weiteren Lanze aus Schmerzen auf. Dieses Mal schaffte Magteridon es, sich auf den Beinen zu halten, seine Lippen trotzig verzerrt.
Illidan achtete darauf, ihn nicht zu töten, denn seine Gefangene hatte noch immer eine Rolle zu spielen. Er betrachtete die schimmernde Aura des Dämons, aber jetzt beinahe schwach genug, beinahe. Noch ein wenig seiner Energie, ein wenig seiner Willenskraft musste er verlieren. Ärgert es dich, dass du nicht dabei sein wirst, um diesen Moment zu erleben, Grumlord? Magteridon lachte. Ja, kleiner Illidan, das tut es in der Tat. Nur zu gerne würde ich an der Zerstörung deiner erbärmlichen Welt teilhaben, eurer geliebten Wälder niederbrennen und mich an den Schreien von einer Million Opfern labern. Aber auch, wenn ich die Eroberung eurer Welt nicht miterlebe, es gibt noch andere, die ich vernichten kann. Ein paar Welten fehlen uns noch auf dem Weg zum endgültigen Triumph der Legion. Zu schade, dass du jegliche Chance vertan hast, diesen Sieg mit uns zu teilen. Wir beide wissen, dass ein Teil von dir die Zerstörung genießt. Aber der große Kil'jaeden ist nicht für seine Gnade bekannt. Und dir wird er ganz sicher keine gewähren. Wenn seine Rache über dich kommt, du hast zum letzten Mal die Seiten gewechselt, Verräter. Einmal mehr schickte Illidan eine Woge der Teufelsenergie durch die Felsen und Magteridon heulte, während die Qualen ihn schier zerrissen. Die Energie strömte weiter in ihn, bis sein Geschrei die steinerne Kuppel über ihm zu sprengen drohte. Illidan ließ erst von ihm ab, als der richtige Moment gekommen war, als der Grumlord schwach genug war. Es war an der Zeit. Akama, komm her, befahl er. Die Tür des Raumes öffnete sich und der Zerschlagene trat ein. Die Schultern gebeugt, den Kopf gesenkt, sodass lange Tentakeln aus den Schatten seiner Kapuze hervorhingen. Er schlurfte zu der Plattform herüber, auf der Illidan stand, wobei er den Blick aber keinen Moment von dem Grumlord nahm. Es war offensichtlich, dass er Angst vor Magteridon hatte und dass er ihn für die Entweihung des Tempels von Karabor hasste. Seine Furcht spiegelte sich ebenso in seinen Augen wie sein Zorn. Magteridon sog den Atem ein. Verrate mir, Zerschlagener! Hat der Verräter euch euren kostbaren Tempel zurückgegeben? Was wünscht ihr, Meister? Akama neigte den Kopf, sodass er Illidan zugewandt war, den Grumlord aber aus dem Augenwinkel weiter beobachten konnte. Akama, was siehst du hier? Fragte der Dämonjäger. Ich sehe Magteridon in Ketten. Ich sehe mächtige Zauber, die ihm festhalten. Ich sehe euch, der ihr triumphierend vor euren besiegten Gegnern steht. Illidan lächelte. Und bist du auch neugierig, warum ich sein Leben verschont habe? Das bin ich, Fürst. Magteridons gurgelndes Lachen hallte durch den Raum. Es kam gequält, aber es stroff vor boshaften Spott. Er will mein Blut zerschlagen, aber nicht so, wie du es dir denkst. Akama runzelte die Stirn. Die Schatten der Kapuze mochten seine Züge vor normalen Augen verbergen, aber Illidan hatte keine Mühe, seine Miene zu erkennen. Was meint diese Kreatur damit, Fürst? Im Grunde hat er recht. Sein Blut birgt mehrere Geheimnisse. Unter anderem ist es der Schlüssel dazu, Höllenorks zu erschaffen. Verstehst du? Man kann es in ein Elixier destillieren, das den Orks Macht und Wildheit schenkt. Warum solltet ihr so etwas tun wollen, Meister? Fragte Akama. Weil ich eine Armee brauche, getreuer Akama. Die Brennende Legion hat es auf uns abgesehen und wir müssen uns den Dämonen entgegenstellen. Er schlug sich mit der Faust in die offene Handfläche. Wir müssen sie schlagen. Ganz gleich, was nötig ist. Ganz gleich, um welchen Preis. Aber noch mehr von diesen abscheulichen Kreationen zu erschaffen wäre... Abscheulich, Fürst Illidan. Verzeiht mir meine offenen Worte. Aber das ist die Wahrheit. Du hast das Zartgefühl deines Schoßhundes verletzt, kleiner Illidan. Donnerte Magteridon. Und nicht zum ersten Mal, wie ich weiß. Er ist ein empfindliches Geschöpf. Und hinterhältig. Du bist vielleicht nicht dazu imstande, aber ich... kann in sein Herzen lesen. Illidan sagte ein einzelnes, zaubermächtiges Wort. Magteridons Kiefer pressten sich aufeinander, sodass nur noch gedämpftes Ächzen und unverständliches Brummen zwischen ihnen hervordrang. Sturmgrimm hatte seine Zweifel, was Akama anging, so wie er Zweifel gegenüber allen seinen Gefolgsleuten hatte, auch wenn er es sich nicht anmerken ließ. Aber er würde nicht zulassen, dass Magteridon dem Zerschlagenen einredete, er stünde unter Verdacht. Das würde nur Akamas Loyalität untergraben. Wir brauchen eine mächtige Armee, Akama. Und wir brauchen sie schnell.
Andernfalls werden die Truppen der Legion uns überrollen. Jetzt tu, was ich sage und wann ich es sage. Akama presste die Hände zusammen und verbeugte sich so tief, dass seine Gesichtstentakel in den Boden berührten. Illidan breitete die Arme weit aus und seine Schwingen noch weiter. In den Händen hielt er je eine der Kriegsklaven von Azanut, während er eine Beschwörung anstimmte und die Mächte der Magie seinen Willen untertan machte. Magteridon wand sich dabei unter seinen Fesseln und seine gewaltigen Muskeln spannten sich, als er die Stärke der Ketten testete. Die Aussicht, sein Blut zu verlieren, hatte seiner vorgetäuschten Gelassenheit ein Ende bereitet. Illidan nahm Anlauf, stieg in die Luft auf und spannte die Flügel. Um einen Moment in dieser Position zu verharren, bevor er die Bewegung eines mächtigen Ritualtänzers vorführte und dabei immer dichter um seinen Opfer kreiste. Die Klingen wirbelten in seinen Händen und sein Mund spie Worte in der wohlalten Sprache der Dämonen. Ein Moment später zogen Feuerschweife hinter den Gleven her und er wirkte ein engmaschiges Netz magischer Energie mit den Waffen. Schließlich erreichte er Magteridon und schlug zu. Die Klingen hackten Fetzen aus Fleisch des Dämons, sodass grünes Blut aus den Wunden sprudelte und an den Säulenbeinen des Grummsors hinabströmte, ehe es sich in Pfützen um seinen Füßen sammelte. Illidan bewegte sich weiter um ihn herum, ließ die Gleven wieder und wieder herabsausen, um noch mehr Blut zu vergießen. Keine der Schnitte reichte tiefer als ein paar Zentimeter, kaum mehr als ein Kratzer, wenn man die dicke Haut des Dämons bedachte. Aber immer mehr Blut quoll aus ihm hervor. Ein paar Tropfen spritzten Illidans ins Gesicht. Und er leckte sich die Lippen. Der Geschmack ließ seine Zunge prickeln. Kraft durchströmte ihn. Das Dämonenblut war wie eine Droge. Und er musste gegen den Drang ankämpfen, die Hände in die Lachen zu tauchen und sie abzulecken. Die Stärke, die er dadurch erlangen konnte, war gewaltig. Aber sie war den Preis nicht wert. »Was kümmert dich der Preis?«, fragte ein Teil von ihm. Es gab kein größeres Vergnügen, als das Blut seiner dämonischen Widersacher zu trinken und sich ihre Macht einzuverleiben. Er brauchte diese Macht. Mit ihr könnte er noch mehr Dämonen töten und dann wiederum ihre Energien zu absorbieren und immer so weiter, bis er schließlich stark genug wäre, um Kijane selbst zu besiegen. Aus dem Augenwinkel sah er Akamas entsetzten Gesichtsausdruck. Der Anblick erinnerte ihn daran, dass es hier um mehr ging als nur um sein Vergnügen. Illidan brauchte das Blut für andere Zwecke. Er musste seine Armee aufstellen, den Orc-Clans die Macht schenken, nach der sie sich verzehrten. Die Macht, die sie brauchten würden, um seine Feinde zu überwältigen. »Jetzt, Akama!« rief er. »Binde das Blut! Lass es in die Kanäle fließen!« Der Zerschlagene wirkte den Zauber, aber das Blut reagierte nur träge. Die dämonische Energie darin widersetzte sich Akama, aber schließlich kräuselte und teilten sich das Plasma und floss in neue Ströme in die Rillen, die in den Boden gehauen waren. Akamas Macht gewann an Kraft und lenkte noch mehr Blut um. Die Rillen beschrieben einen würmenden Muster auf dem Stein und verschwanden dann im Boden, wo das Blut durch ein System von Röhren in alchemistischer Behälter geleitet wurde. Illidan lächelte. Den ersten Baustein seines Erfolgs hatte er nun. Der Zauber würde mehrere Stunden weiterwirken, bis alles Blut verschwunden wäre. Es war Zeit, mit der Abreise zu beginnen. Illidan schritt durch die Säulenhalle und sah auf die Orks hinab, die dort auf Bahren lagen. Schläuche führten von Kanistern mit blubbernden, grünlichen Flüssigkeiten zu den Adern ihrer Arme und die Runen, die in ihr Fleisch geritzt waren, leiteten die Magie weiter. Schlurfende Moak-Diener gingen mit gekrümmten Rücken von einem Ork zum nächsten und überwachten die Prozedur. Ihre metallischen Klauen klopften immer wieder, klickend gegen die Rohre, und ihre Augen leuchteten vor unheiligem Vergnügen. Akama versuchte gar nicht erst, den Ekel auf seinem Gesicht zu verbergen, während er sie beobachtete. »Das ist abscheulich, Fürst Illidan«, sagte er. »Du wiederholst dich. Es ist notwendig. Das ist alles, was zählt.« »Sollte ich da wirklich sicher, Fürst?« »Und bist du dir wirklich sicher, dass du meine Entscheidung in Frage stellen willst?« Der Einfluss von Magteridons Blut war noch nicht verflogen und unterschwelliger Zorn raubte ihm den Verstand. Das war eine der Gefahren, die sein Plan mit sich brachte. »Ich wollte nicht respektlos erscheinen, Fürst.« Ein Ork regte sich im Schlaf. Er knirschte mit den Zähnen und krümmte die Finger, während er sich im Würgegriff eines düsteren Albtraums wand. Vermutlich fühlte er auch
gerade den Einfluss des Dämonenbluts, das ihm in destillierter und magischer verstärkter Form in die Adern gepumpt wurde. Seine Haut hatte sich zu einem wütenden, flackernden Rot verfärbt. Außerdem schien sie jetzt dicker und rauer zu sein. Muskeln schwollen an, Fingernägel wurden zu Klauen. Und selbst durch seine geschlossenen Lider hindurch war ein schwaches Glühen zu erkennen. »Sie wären vor unseren Augen größer und schwerer«, hauchte Akama. »Das ist die Wirkung des Serums. Es macht sie stärker, schneller, und es sorgt dafür, dass ihre Wunden schneller heilen.« »Aber um welchen Preis, Meister?« »Sie werden wild und verdorben sein, schnell erzürnt und schnell in Mordrausch, voll Zorn und Hass und Kampfeslust sein.« »Gibt es denn keine Möglichkeit, die Wirkung abzumildern und trotzdem die erwünschte Veränderung zu erzielen?« »Aber genau das ist die Veränderung, die wir brauchen. Du hast die brennende Legion gesehen. Du hast ihren Zorn gespürt. Wir müssen ebenso aggressiv und ebenso tödlich sein, wenn wir eine Chance gegen sie haben wollen.« »Glaubt ihr, wir können die Legion hier schlagen, Fürst?« »Ich glaube, dass wir sie hier halten können.« »Dann geht es euch nur darum, eure Heimat Azeroth zu retten. Und um dieses Ziel zu erreichen, würdet ihr diese Welt in ein Schlachtfeld verwandeln.« »Diese Welt ist bereits ein Schlachtfeld, Akama. Und nein, ich will nicht nur Azeroth verteidigen. Ich will uns alle schützen.« »Aber wie wollt ihr das erreichen, Fürst? Indem ihr uns in ein Abbild unseres Feindes verwandelt?« Akama machte eine bedeutsame Handbewegung in Richtung des schlafenden Orks. Seine Stirnwulst stand nun weiter vor. Seine Fänge waren größer und plötzlich riss er seine Augen auf. Der Riemen, der ihn auf der Trage hielt, riss, als sein Arm hochschnellte, um Illidan zu packen. Sein Griff war kräftig und die klauengleichen Nägel bohrten sich tief in Sturmgrims Fleisch. Er wischte die Klauen fort und rammte seine eigenen Hand auf die Kehle des Ochs hinab, um sie zu zerquetschen. Während die Kreatur sich noch wand, brach er ihr dann mit einem Ruck das Genick. Er genoss es unter der Wirkung des Dämonenbluts, dem Ork das Leben zu nehmen. »Der hier war ein wenig zu wild, denke ich.« »Ich dachte, angesichts unseres Feindes gäbe es so etwas wie zu wild nicht.« Illidan lachte. »Ich mag dich, Akama, aber strapaziere meine Geduld nicht zu sehr. Ich bin nicht hier, um mit Worten zu spielen. Ich will einen Krieg gewinnen.« »Das wollen wir alle, Fürst. Hoffen wir also, dass wir alle denselben Krieg führen.« Akama stand an den Zinnen, als die erste der neuen Armeen aus der Höhlenfeld-Zitadelle marschierte. Eine Woche war vergangen, seit Illidan mit der Schöpfung seiner Höhlenorks begonnen hatte, und nun stapften 10.000 der verwandelten Krieger durch das Tor. Fluchend und heulend und grunzend. Sie hoben ihre Waffen in einem präventiven Salut, als sie Illidan sahen, und er nahm es mit einem müden Winken zur Kenntnis. Er schien zufrieden zu sein. Seine militärische Macht wuchs. Inzwischen brauchte er nicht einmal mehr die Unterstützung von Kertész und Varsh. Er hatte nun eine eigene Streitmacht, die seiner magischen Stärke entsprach. Ja, er war für wahr der Fürst der Schermwelt. »Sie werden die Kontrolle über die gesamte Höhlenfeuerhalbinsel übernehmen«, sagte Illidan. »Danach werden wir die Portale der Legion schließen und ihren Vormarsch weiter verlangsamen.« »Hoffen wir es, mein Fürst«, erwiderte Akama. Meldanier war überzeugt, dass er einen Pakt mit einem Dämon geschlossen hatte. Die Orks zu verwandeln war ein verrückter Plan, aber die eigentliche Transformation betraf Illidan. Er verwandelte sich in einen neuen Magteridon oder in etwas noch Schlimmeres. »Werdet ihr mein Volk danach dem Tempel von Karabor überlassen, Fürst?« »Natürlich, Akama. Zweifelt nicht daran.« Doch der Zerschlagene hatte Zweifel. Er berührte den runenverzierten Stein in seiner Tasche, und als er seiner Magie spürte, dachte er an die Nachtelfe, die den Zwillingstein trug. »Bereite alles für die Abreise vor«, sagte Illidan. »Morgen geht es zurück zum Schwarzen Tempel.« Illidan betrat den Kommandoraum des Schwarzen Tempels und den Ort, an dem sein Rat zusammenkam. Wie immer humpelte Akama hinter ihm her. Mehrere andere Zerschlagene waren gerade dabei, die Einrichtung zu vervollständigen, indem sie gewaltige Wandteppiche mit Illidans Symbol darauf aufhängten. Ein massiver Tisch mit einer geschnitzten, dreidimensionalen Karte der Schermwelt dominierte den Raum. Und die Gruppe von Blutelfen, die sich um ihn versammelt hatte, verbeugte sich hastig, als Illidan näher kam. Sein plötzliches Erscheinen hatte sie augenscheinlich überrascht. Die wunderschöne Lady Malande hob in einem angedeuteten Gruß die Hand. »Fürst Illidan, Prinz Kertész bedauert, dass er nicht persönlich anwesend sein kann, aber er ist mit einer Armee aufgebrochen, um das Legionsportal im Niedersturm zu schließen und«, bevor sie ihre Erklärung beenden konnte, wurde sie von Hochnittermann Cirevor unterbrochen.
Die magische Verteidigung in den Tempel wurde erneuert für Illidan. Sie war in einem erbärmlichen Zustand, aber Gathios, der Zerschmetterer, der für einen Blutelfen ungewöhnlich stämmig war und in der schweren Rüstung eines Palans steckte, ergriff das Wort. Es gibt keine Anzeichen von Legionsaktivität im Schattenmondtal, Fürst Illidan. Die Portale sind genauso fest verschlossen wie an dem Tag, als wir sie verbarrikadierten. Es gibt keinerlei Anzeichen dämonischer Manifestation. Viras Schwarzschatten lehnte sich gegen den Tisch und verschränkte die narbigen Arme vor der Brust. Im Gegensatz zu seinen Begleitern schien er nicht, um Illidans Aufmerksamkeit buhlen zu wollen. Sturmgrimm schüttelte den Kopf. Die Blutelfen schienen nichts Besseres zu tun zu haben, als Komplotte gegeneinander zu schmieden, um in seiner Gunst aufzusteigen. Kein Wunder, dass Kel'Thas hier zurückgelassen hatte. Nichtsdestotrotz waren sie fähige Planer und Meister auf ihrem jeweiligen Spezialgebiet, die Krönung der Sindurai-Truppen in der Schelmenwelt. Sie waren dazu übergegangen, sich Rat der Illidari zu nennen, zweifelsohne, um ihr aufgeblasenes Ego zu streicheln. Illidan hob die Hand und starrte sie an, bis sie endlich verstummten. Wir sind im Krieg mit der brennenden Legion, Sagte er an Gathios gewandt. muss ich euch daran erinnern, dass der Dämonenlord Kil'jaeden unzufrieden mit mir ist und er wird seine Unzufriedenheit schon bald demonstrieren wollen. Schweigen legte sich über den Raum wie ein Schleier, und kurz war Akamas ächzender Atem das einzige hörbare Geräusch. Die Sindurai hatten Angst. Gut, dachte Illidan. Vielleicht würde diese Angst sie am Leben erhalten. Er neigte den Kopf, um Cerebor zu zeigen, dass er seine ganze Aufmerksamkeit hatte. Bist du dir sicher, dass die Schutzzauber bereit sind? Sie könnten schon bald auf die Probe gestellt werden. Der Hochnetramant atmete tief ein und wählte seine Worte mit großer Bedachtheit. Sie sind bereit fürs Elidan, dafür bürge ich mit meinem Leben, Gut. erwiderte Elidan. Ich werde dich beim Wort nehmen und du bürgst nicht nur mit deinem Leben, sondern mit euer allen Leben. Er wandte sich an Malande. Schick Brand Kel'Thas eine Nachricht und informiere ihn über die Situation. Ich möchte nicht, dass er unnötige Risiken eingeht. Neben mir ist er wohl das offensichtlichste Ziel für Kil'jaeden. Wie befiehlt Fürst Illidan, ich werde mich sofort darum kümmern. Veras, hast du getan, was ich dir aufgetragen hatte? Natürlich, Fürst Illidan. Unsere besten Fährtenleser haben sämtliche Wege der Höllenfeuer Zitadelle abgesucht und die Anführer der Höllenorks-Clans befragt. Tatsächlich wurde am Tag eures Triumphzuges eine Gruppe von Nachtelfen auf den Anhöhen über der Straße gesehen. Sie töteten einen Trupp Höllenorks und flohen dann. Angeblich trug einer von ihnen eine polierte Rüstung von derselben Art wie Wächterin Schattensang. Illidan blickte die Zähne und seine Untergebenen zuckten zusammen. Seine Augen hatten ihn also nicht getäuscht. Er hätte sofort den Befehl geben sollen, die Anhöhen zu durchsuchen. Aber er hatte seine ganze Macht benötigt, um Magteridon unter Kontrolle zu halten. Außerdem war er nicht wirklich sicher gewesen, ob sie es war. Die Clans zu beeindrucken war in jenem Moment wichtiger gewesen als sein Verdacht. Hätte er den Triumphmarsch seiner gesammelten Armee unterbrochen, nur um ein paar Nachtelfen aufzuspüren, hätte ihn das schwach aussehen lassen. Nichtsdestotrotz nagte der Gedanke an ihm, dass er ihr so nahe gewesen war. Du wirst mal Schattensang für mich finden, Veras. Sende Agenten aus, lass sie jeden Gerücht über die Nachtelfen nachgehen. Ich kann es kaum erwarten, Maiv, dieses Gastfreundlichkeit zu erweisen, die sie mir zeigte. Ich mache mich sofort an die Arbeit, Fürst Illidan. Mit lautlosen Schritten verließ Veras den Raum. Und du, Katios, stell sicher, dass unsere Wachposten in Alarmbereitschaft bleiben und dass sich jederzeit eine Armee bereithält, um auf etwaige Bedrohung zu reagieren. Das habe ich bereits in die Wege geleitet, Fürst Illidan. Gathios zögerte einen Moment. Ich habe mir außerdem erlaubt, die Verteilungsanlagen des Schwarzen Tempels auf Schwachstellen überprüfen zu lassen. Der Abwasserfluss stellt einen besonders schlechten Zugang dar. Ich habe in eurer Abwesenheit bereits mit Lady Varstauber gesprochen und sie schlug vor, dass einer ihrer Champions, der oberste Kriegsfürst Nagientus und einige von ihrer ausgewählten Krieger diesen Ausfluss bewachen sollten, Das ist eine unangenehme Pflicht, aber eine notwendige. sagte Illidan. Dann seid ihr einverstanden, Fürst Illidan. Natürlich, ihr habt alle gute Arbeit geleistet. Hoffen wir, dass es reicht. Akama, Gathios, Malande und Cerevor marschierten aus dem Raum, um sich ihren Pflichten zu widmen. Illidan blieb allein zurück und blickte nachdenklich auf die Karte der Schelmenwelt. Schon bald würden Armeen diese Weiten durchqueren und Krieg würde das Land verwüsten.
Er musste bereit sein, wenn es soweit war. Es gab noch viel zu tun, und ihm blieb nur wenig Zeit dafür. Sein Plan würde nun in die nächste Phase eintreten. Er musste mehr Gleichgesinnte rekrutieren. Wesen, die gegen die Legion kämpfen würden, auch wenn sie dabei zu dem wurden, was sie am meisten hassten.